neue Superhelikopter. Sieht so aus, als würdest du einen Apfel haben wollen. Warte! Das in deinem Rotor klingt gar nicht gut. Du bist so stur. Pass auf! Deine Rotorblätter wackeln! Oh nein! Sei vorsichtig, Superhelikopter! Hey, Tom! Superhelikopter hatte einen Unfall! Kannst du ihn in deiner Garage reparieren? Bereit für die Inspektion? Deine Rotorblätter fehlen. Und dein verbogenes Landegestell muss gerichtet werden. Tom, bist du bereit dafür? Fangen wir mit den fehlenden Rotorblättern an. Du musst hier irgendwo zwei Blätter für Superhelikopter finden. Yay! Perfektes Paar. Toll! Yay! Testen wir sie mal. Unglaublich! Yay. Zum Schluss noch das Landegestell. Schauen wir mal, ob der Hammer funktioniert. Geht nicht. Holen wir einen neuen. Hast du den richtigen? Ja, du hast es. Toll gemacht. Superhelikopter ist wieder er selbst. Jetzt kannst du dir deinen Apfel holen. Sieht so aus, als hätte Tom noch etwas vor. Yay! Hey. Aha, ein Airbag, der dich bei einem weiteren Unfall schützt. Hey. Danke, Tom. Tschüss. Da ist der Apfelbaum. Sei vorsichtig, Superhelikopter. Kein Grund zur Eile. Oh nein, pass auf. Dank des Airbags ist niemand verletzt. Sei besonders vorsichtig beim Fliegen, Superhelikopter. Hey, Autotransporter. Hey. Was für ein schlimmer Unfall. Gute Idee. Schlepp sie alle zum Krankenhaus. Deine Plattform ist vielleicht nicht stark genug. Du musst dich selbst erstmal reparieren lassen, bevor du weiterhelfen kannst. Genießt du die steife Brise? Der super Autoschlepper braucht unbedingt eine Reparatur. Lass uns mit der Inspektion anfangen. Das Gewicht war zu viel für deine Träger. Und deine Plattform ist verbeult. Aber keine Sorge, Tom ist hier, um zu helfen. Die kaputte Plattform muss ausgewechselt werden. So geht's schon viel besser. Wie kommst du denn jetzt an die Plattform dran?
Ah, super. Aber zunächst musst du die Träger noch richten. Mhm. Zeit für die neue Plattform. Okay, Tom. Dann lass uns mal deine Auswahl sehen. Super Wahl. Na, schraubst du sie schon fest? Der super Autoschlepper ist wieder super fit. Bist du bereit, zurückzukehren und den anderen zu helfen? Ah, Tom hat noch etwas vor. Ah, ein Superkran, um dir dabei zu helfen, sehr schwere Dinge zu schleppen. Danke, Tom. Bye-bye. Schneller, super Autoschlepper. Sie sehen nicht sonderlich gut aus. Keine Sorge, du hast jetzt einen super Kran. Jetzt bist du bereit. Auf geht's. Ab ins Krankenhaus. Kenne immer deine Grenzen. Hey, Tom. Willst du etwa all die Stoßstangen alleine tragen? Ah, du hast einen Assistenten. Cool. Roboter, ist irgendwas nicht in Ordnung? Du solltest das nicht alleine tragen. Es ist viel zu schwer. Tom, mach doch was. Lass die Stoßstange runter, Roboter. Oh nein, du hast dich verletzt. Tom, du musst ihn erst reparieren, bevor er dir weiterhelfen kann. Lass uns mit der Inspektion anfangen. Autsch, die Stoßstange hat deinen Arm gebrochen. Und deine Antenne auch. Tom, nimmst du die Herausforderung an? Lass uns mit dem kaputten Arm anfangen. Der Roboter möchte wohl seinen Arm nicht verlieren. Hab keine Sorge, Tom wird dir einen neuen geben. Okay, Leute, weiter geht's. Tom, such dir einen aus. Die funktionieren nicht bei dem Roboter. Jetzt hast du den richtigen. Er liebt seinen neuen Arm. Und jetzt noch die kaputte Antenne. Ja, der Hammer könnte helfen. Diesmal aber nicht weglaufen, Roboter. Dein Assistentenroboter ist wieder einsatzbereit. Roboter, bist du bereit, Tom zu helfen? Tom, hast du noch was für den Roboter? Aha, ein Sicherheitshelm. Nur für den Fall. Super gemacht, Tom. Na los, holen wir die Stoßstangen.
Perfektes Teamwork. Yay! So, dann fehlt wohl nur noch eine. Pass auf! Dank dem Sicherheitshelm geht's dir gut. Immer dran denken. Mit Sicherheitskleidung arbeiten. Hey, Mathilda! Das ist ein cooles Werwolf-Kostüm. Wieso wirfst du Süßigkeiten in die Luft? Ah, da ist ein freundlicher Geist. Sieht so aus, als würde er spielen wollen. Pass auf! Hey Tom! Ein Geist hat versehentlich Mathildas Unfall verursacht. Wie, du glaubst uns nicht? Okay, bringen wir Mathilda in deine Werkstatt zum Reparieren. Wollen wir mit der Inspektion beginnen? Oh je, dein Motor ist kaputt und heizt sich auf. Dein Scheinwerfer ist auch kaputt, aber keine Sorge, Tom wird dich reparieren. Bereit? Holen wir einen Schraubenschlüssel für den kaputten Motor. Vielleicht ist es der Geist. Ups, glaubst du uns jetzt? Sieht so aus, als will er bei der Reparatur helfen. Sei vorsichtig, er ist immer noch heiß. Au, das muss wirklich wehtun. Was für ein guter Freund. Jetzt kannst du sicher arbeiten. Wow, sieht so aus, als hätte der Geist die richtige Größe ausgesucht. Willkommen zurück, Mathilda. Zum Schluss noch die kaputten Scheinwerfer. Sieh mal, der Geist hat es schon wieder getan. Meine Güte, er mag dich wirklich. Mathilda ist jetzt endlich wieder sie selbst. Bereit, zurückzugehen und den Halloween-Abend zu feiern? Tom, hast du noch etwas anderes für Mathilda? Oh wow, ein Radar, um den Geist zu finden und ein Strahl, damit er sichtbar wird. Danke für deine Hilfe, Tom. Tschüss. So lecker. Sieht so aus, als würde der Geist auch Süßigkeiten wollen. Mathilda, benutze dein Radar, um den Geist zu finden. Yay, du hast es geschafft. Und er kann auch nicht mehr verschwinden. Fröhliches Halloween allerseits. Hey Mathilda, was für ein stürmischer Tag. Versuch ruhig zu bleiben. Warte. Schau, wo du hinfährst. Oh nein. Mathilda, bist du okay? Tom, schnell. Hilf Mathilda. Ja, weiter. Du schaffst das. Gut gemacht. Was du jetzt brauchst, ist eine gute Werkstatt. Was denkst du, Tom? Oh ja, da ist das Hauptproblem. Der Baum hat die Sirene erwischt. Und schau dir ihre Radkappe an. Die ist auch ganz schön zerbeult. Lasst uns anfangen. Okay, Tom, beginnen wir mit der kaputten Sirene.
Diese Yay. Hier, die sieht toll aus. Nee, das ist nicht die richtige Sirene. Keine Sorge, Mathilda. Die perfekte Sirene kommt gleich für dich. Die rot-blaue, die sieht perfekt aus für ein Polizeiauto. Und sie funktioniert. Und jetzt noch eine letzte Sache. Die Radkappe. Gut, dass du diese Sicherheitsbrille hast, Tom. So gut wie neu. Mathilda, bist du bereit, wieder auf Streife zu fahren? Du bist immer noch besorgt wegen dem Sturm, richtig? Aha, Thors Hammer wird Mathilda dabei helfen, den Blitz zu fangen und ihre Angst zu bekämpfen. Du schaffst das schon. Danke, Tom. Bye, bye. Dieser Sturm ist echt unglaublich. Lass uns dich mal in Action sehen. Hast du gesehen? Du hast ihn gefangen. Blitze jagen dir jetzt wohl keine Angst mehr ein, was? Gut gefangen. Super Job, Mathilda. Du bist wirklich sehr mutig. Du siehst so aus, als bräuchtest du eine Pause. Ben, du musst aufhören zu arbeiten und dich etwas ausruhen. Pass auf! Bist du jetzt bereit, dich auszuruhen, Ben? Super, super. Das Korn ist schon mal abgeladen. Dann lass uns in Toms Waschanlage fahren. Okay, lasst uns Ben inspizieren. Dieser nasse Matsch klebt ganz schön in seinem Gesicht. Und überall an seinem Gestell und seinen Reifen klebt er ebenfalls. Sieht nach Maiskörnern gemischt mit klebrigem Matsch aus. Bist du bereit für die Herausforderung, Tom? Wow! Schau dir an, wie der getrocknete Matsch von deinem Körper gefegt wird. Jetzt musst du dich etwas entspannen. Auch hart arbeitende Traktoren lieben Seifenblasen, oder? Wir sollten dich gut schrubben, um die restlichen Flecken auch noch wegzubekommen. Ah, fühlt sich toll an, oder? Noch ein Seufzer? Ach, du arbeitest einfach viel zu hart. Schön. Der ganze nasse Matsch und auch die Maiskörner sind weg. Jetzt wird es Zeit für eine Dusche. Du musst wirklich lernen, wie man sich ausruht. Dieser Wasserstrahl fühlt sich toll an, oder? Und jetzt noch ein bisschen Parfüm, um den Look zu perfektionieren. Ben kann es kaum erwarten, wieder zurück auf seine Farm zu kommen. Ich frage mich, was Tom wohl vorhat. Aha, der Wecker wird sich melden, wenn es Zeit ist für dich, sich auszuruhen, Ben. Jetzt bist du bereit. Bye, Tom. Bis später. Reinigst du den Boden von den Maishülsen? Das machst du wirklich super. Ganz ruhig. Das ist nur dein Alarm, der dir sagt, dass du dich jetzt etwas ausruhen solltest. Du weißt schon, dass er nicht aufhört zu klingeln, bis du endlich eine Pause machst, oder? Mhm.